Let's go! Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare 2 Video. Im heutigen Video geht es um eine Waffe, die wirklich bodenlos stark sein kann. Ich meine, die Waffe hat Two-Shot-Potenzial auf den Oberkörper, was schon wirklich sehr bodenlos ist. Die Rede ist von der Kastorf 762, eine Waffe, die ja quasi auch so ein bisschen die AK-47 darstellen soll. Und wie das so bei der AK-47 ist, ist der Headshot-Schaden und der Oberkörperschaden wirklich extrem stark, dass man eine gute Time-to-Kill hat und die Kastorf 762 extrem, extrem stark ist, was das angeht. Zusätzlich dazu wird das Ganze auch eine Folge Road to Polyatomar. Dazu habe ich mir gedacht, da wir jetzt quasi eh jede Waffe auf Gold spielen werden, wird es auch jeweils immer so einen kleinen Camo-Guide geben, um so ein paar kleine Tipps und Tricks zu geben, wie man das Ganze am besten lösen kann. Deswegen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet und sowas nicht verpassen wollt, abonniert natürlich den Kanal, aktiviert die Glocke, um immer direkt die Videos angezeigt zu bekommen. Lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da und checkt natürlich auch gerne wie immer Twitch ab. Da streamen wir regelmäßig, testen Waffen, testen Klassen. Schaut da gerne vorbei. Und jetzt würde ich sagen, starten wir erstmal mit den Camos der Kastorf 762. Sogar grundsätzlich bei den ganzen Waffen ist es natürlich erstmal ganz wichtig, die Waffen auf Max-Level zu spielen. Dafür ist eigentlich am besten der Invasion-Modus. Dazu habe ich vor ein paar Tagen auch ein separates Video gemacht, was ihr auch gerne abchecken könnt. Wie gesagt, wir haben hier 5 Camos für die Kastorf, um sie auf Gold zu spielen quasi. Die erste Camo erledigt sich von selbst, denn ihr müsst 50 Kills machen, was ihr im Verlauf des Levels natürlich eh automatisch machen werdet. Dazu die zweite Camo ist natürlich so ein bisschen nerviger, denn ihr müsst 20 Kills aufgestützt machen, müsst euch mit eurer Waffe irgendwo anlehnen. Was allerdings auch wirklich sehr leicht sein kann, wenn ihr quasi die richtigen Spots abaimt. Oder zum Beispiel auch die mobile Deckung mitnehmen, da euch drauf mountet, dann bekommt ihr diese Kills eigentlich auch relativ easy. Die nächste Camo, 50 ZV-Abschüsse mit einem Visier einfach ganz normal ins Aim gehen, die Leute töten, ist auch nebenbei gemacht. Wie gesagt, die meisten Camos habe ich hier tatsächlich auch eigentlich relativ nebenbei gemacht. Und zu guter Letzt 15 Abschüsse von hinten. Das ist so ein bisschen tricky, denn ja, ihr müsst die Leute wirklich direkt von hinten töten. Das heißt, sie dürfen euch gar nicht anschauen. Was natürlich jetzt nicht wirklich so einfach ist, weil man kann ja quasi nicht die Gegner steuern. Allerdings solltet ihr auf jeden Fall so ein bisschen defensiv spielen. Hier ist natürlich auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen clever spielt, ein bisschen außerhalb der Map, ein bisschen rotiert, dann die Gegner so ein bisschen umläuft und dadurch natürlich auch die Kills von hinten abstauben kann. Und zu guter Letzt die Goldcamo-Aufgabe, 3x10 Abschüsse ohne zu sterben, werden wir gleich im Video noch ein bisschen drauf eingehen, wir werden das Ganze auch live erspielen jetzt. Hier ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr nicht zu offensiv spielt, denn die Time to Kill ist sehr niedrig und dadurch, wenn ihr wie gesagt einmal weak seid, ihr seid jedes Mal direkt One-Shot. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal direkt ins Gameplay, spielen die Goldtarnung für die Kastorf 762 frei und ich werde euch zeigen, wie stark diese Waffe ist. Schreibt natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Jetzt wie sagen, starten wir rein. Let's go. Ich kann das alles nicht mehr. So, hier haben wir auf jeden Fall die Kastorf 762, eine wirklich sehr, sehr, eine wirklich sehr, sehr starke Waffe. Und ich muss wirklich sagen, die Waffe ist jetzt nicht die beweglichste, nicht die schnellste, hallo? Aber trotzdem, wie gesagt, die Waffe ist wirklich vom Schaden her, wenn man seine Oberkörper-Headshots trifft, wirklich extrem stark und kann schon wirklich gut Spaß machen. Das Ding wird natürlich auch sein, wenn ihr jetzt generell nicht so viele Waffen auf Gold gespielt habt, ist es natürlich so ein bisschen schwierig, da einige Aufsätze natürlich erstmal ein bisschen später freigeschaltet werden durch andere Waffen. So. Allerdings, die Waffe soll quasi auch so eine AK-47 sein und wie gesagt, der Sound allgemein eh in dem Game ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und man kann die Gegner damit einfach komplett wegschredden. So, boah, einfach schön. Es ist auch einfach eine clean Waffe, der Rückschuss ist nicht so leicht zu kontrollieren. Aber ich muss wirklich sagen, so die Waffe lässt sich einfach wirklich sehr, sehr clean spielen. Ah, get me out. Ich muss auch wirklich sagen, generell die ganzen Camos, die man jetzt hier in dem Spiel freischalten kann, sind wirklich eigentlich fast alle eine 10 von 10. So viele Möglichkeiten, so viel Auswahl, die man eigentlich fast alle auch halbwegs... nachladen. Ich kann nicht nachladen. Camp City. Okay. Ist so weggeknallt worden. Also ihr seht es, glaube ich, wenn man... ein, zwei Oberkörper-Headshots trifft. Die Gegner fallen einfach so schnell um, dass sie einfach gar keine Chance haben, irgendwie zu reagieren. Was halt auch schon nice ist. Aber es ist nicht die schnellste Waffe, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber einfach clean. Was ist denn das hier? So, müssen noch zweimal eine Dreier-Streak machen. Das sollte eigentlich in der nächsten Runde relativ easy funktionieren, glaube ich. Ihr könnt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben von 1 bis 10, wie gut ihr bis jetzt allgemein Modern Warfare 2 findet. Ich weiß, einige sind nicht so ganz zufrieden. Allerdings bietet dieses Game wirklich einen unglaublich guten Grind-Faktor. Und auch der Camo-Grind, wenn man jetzt nicht wirklich so viel Zeit hat, ist gar nicht so schwer, da man halt wirklich nur 5 Tarnungen machen muss. Und die in den meisten Fällen tatsächlich auch gar nicht so schwer sind, muss man sagen. Bist du sauer? Spawn trotzdem hinten im Spawn.
Okay, ich bin einfach direkt bei denen im Spawn. Bisschen weird. Okay, ich glaube, wir haben die Goldtarnung freigeschaltet, was wirklich sehr nice wäre. So, da ist die Goldtarnung für die Kassov 7260. So, da ist die Goldtarnung für die AK. Oh, sieht schon wirklich wieder sehr, sehr böse aus. Und der Grind hat sich wirklich definitiv gelohnt hier. Ich glaube, eins der größten Probleme in MW2 ist einfach natürlich der Faktor, dass natürlich einiges an Movement wirklich extrem verlangsamt wurde und erstmal die Leute sich theoretisch erstmal daran gewöhnen müssen. Da ist allerdings, denke ich, auch das Problem, dass wirklich sehr viele gar nicht die Geduld haben, sich da erstmal einzuspielen. Allerdings, wenn man sich hier einspielt, ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich sehr viel Spaß bis jetzt in MW2, auch durch den ganzen Camo-Grind, durch die ganzen anderen Sachen, die man machen kann. Ich weiß auch wirklich nicht, was sich COD gedacht hat, als sie diese Map hier released haben. Ich meine, guckt euch einfach nur die Minimap an, die wirklich einfach quasi fast nur aus Autos besteht. By the way, muss ich wirklich auch erstmal Danke sagen für den ganzen Support in letzter Zeit, generell auf Streams, auf YouTube, allgemein die ganzen neuen Abonnenten, die ganzen neuen Follower. Wirklich Kuss für den Support. Freut mich, dass die Videos bis jetzt wirklich sehr gut ankommen und Kuss, wie gesagt, für den ganzen Support. Drohne, wichtig. Konterdrohne, wichtig. Heli ist wirklich eine sehr, sehr nice Streak, aber wie gesagt, bei sehr vielen Maps ist es halt einfach aktuell noch so, dass... Ui. Ich glaube, bei dem hat es dann echt geknallt. Bei vielen Maps ist es leider so, dass wirklich sehr viel Dach am Start ist. Und was mich natürlich ganz, ganz besonders am Heli triggert, ist, dass das Fadenkreuz nicht dahin schießt, beziehungsweise das Fadenkreuz ein bisschen versetzt zum Schuss ist, was mich wirklich so ein bisschen triggert. By the way, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich zum Beispiel noch in den Hintergrund packen könnte. Denn zum Beispiel die Seite ist so ein bisschen unbeleuchtet. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine Lampe hinmachen soll, ein bisschen LED. Ich habe hier eigentlich schon seit Wochen das Display hier unten stehen, was eigentlich schon längst da oben hängen sollte. Aber ja, das ist wirklich bodenlos. Kann man so sweaten? Holy shit. Let's go. So, da ist doch der Heli. Let's go. Ich muss wirklich sagen, die AK oder Kastorf, wie auch immer, es ist wirklich eine sehr clean Waffe. Es ist ein wirklich gutes Gefühl, mit der Waffe Kills zu machen. Wir brettern jetzt erstmal die ganzen Leute hier weg. Wisst ihr jetzt genau, was ich meine? Die Hitmarker sind einfach nicht an der Position, wo das... Die Hitmarker sind einfach nicht an der Position, wo das Ironside ist. Das triggert mich halt wirklich maximal. Oh, es bockt schon gerade richtig. Es bockt halt komplett. Ich sag so, wie es ist. Die Streak ist schon sehr, sehr gut. Tut mir leid, Jungs. Mate verkauft mich einfach echt. So, das wäre so ein Gameplay zu der Kassov 762. Wirklich sehr brutale Time to Kill, sehr starke Waffe generell. Nicht die schnellste Waffe, muss man sagen. Auf ganz großer Distanz ist es so ein bisschen schwierig, da die Kugeln zu treffen, auch durch die Präzision. Klassensetup-mäßig denke ich, dass man noch einiges ändern kann. Allerdings habe ich jetzt erstmal so Standardaufsätze genommen, die man jetzt fast eigentlich alle hat, wenn man jetzt nur diese Waffe gelevelt hat. Bin mir auch sehr sicher, dass wenn man irgendwann alle Aufsätze frei hat, man noch einiges aus der Waffe rausholen kann. Allerdings, wie gesagt, das sind so die ersten Aufsätze, die ich jetzt wirklich sehr gut fand. Bei der Mündung in Kastorf DX90 Schalldämpfer, das ist der erste, den ich hier freigeschaltet habe. Nochmal für Rückschusskontrolle ist auch ganz gut. Dann das Kronen-Mini-Rotpunkt-Visier ist ganz clean, feiere ich persönlich wirklich sehr. Der Unterlauf, der Shark 94er Unterlauf, den habe ich jetzt auch bei anderen Waffen schon gespielt. Gefällt mir wirklich immer gut, allgemein für Rückschusskontrolle ganz gut. Allgemein, es gibt noch ein paar Aufsätze, die auch wirklich Rückschusskontrolle theoretisch verbessern. Aber wie gesagt, so ein bisschen CV-Geschwindigkeit, Movement so ein bisschen verlangsamen, was ich jetzt persönlich nicht so gut fand. Dazu bei der Munition tatsächlich die Hochgeschwindigkeitsmunition. Wenn ihr das Ganze frei habt, spielt das Ganze auf jeden Fall. Und dazu der Ivanov ST-70er Griff, der nochmal ein bisschen Zuckungsresistenz verbessert. Hat mir ganz gut gefallen. Und das ist in meinen Augen die standardmäßige AK-47 Kastorf 762 Variante. Das war so die Variante, die ich meistens gespielt habe. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Waffe haltet. Testet sie auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst gerne ein Feedback da, welche Waffe ich als nächstes auf Gold spielen soll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt, checkt Twitch ab. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.